Wir möchten Ihnen hiermit unseren stromlosen Pelletofen Phoenix mit 7 oder wahlweise 10 Kilowatt vorstellen. Das Besondere bei diesem Ofen ist, außer dass er stromlos ist, dass er auf 3 Seiten Scheiben verbaut hat, um auf allen 3 Seiten das Feuer sehen zu können. Es ist daher nicht nur ein Ofen, sondern ein schickes Einrichtungsstück. Die Scheiben sind getönt, um den Schmutz im Inneren nicht sehen zu können, wenn er nicht brennt. Außerdem ist es Doppelverglasung an allen 3 Seiten, also insgesamt sind 6 Gläser verbaut. Auf der Rückseite befindet sich nur ein Haken für das Reinigungswerkzeug und eventuell die Halterung für den abnehmbaren Türgriff. In diesem Technikraum ist die Steuerung, also ob der Ofen brennen oder nicht brennen soll, Go und Stop, leicht erklärt, und der Pellet-Tank, der sich nur im ausgeschalteten Zustand überhaupt mit einem Magnetmechanismus öffnen lässt. Der Tank schließt sehr streng. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir die Luftregelung und einen Rüttler für den Brennraum, um während des Betriebes die Brennschale etwas reinigen zu können. Wichtig bei schlechten Pellets. Diesen Luftregler muss man bei der Zündung immer auf die Position einschalten und wenn man wenig Leistung braucht, zurückschalten. Dieser Stutzen mit Zugregelklappe ist im Lieferumfang enthalten und sollten Sie verbauen, um eben die Leistung etwas besser regulieren zu können. Hier das Reinigungsmechanismus samt Mechanik. Hier der richtig große Wärmetauscher. Werfen wir einen Blick in den Brennraum mit, wie gesagt, den Doppelverglasungen. Man sieht es hier schön an der Tür und auch seitlich, wie die Fenster aufgebaut sind. Mit dem abnehmbaren Türgriff kommt man auch zur Aschenlade dazu. Damit öffnet man das untere Fach und kann die große Aschenlade entnehmen. Dann sieht man auch die Primärluft, die Regelung der Primärluft. Ein Luftansaugstutzen hat dieses Modell nicht mehr. Das ist auch der Grund, warum man die Leistung 7 oder 10 Kilowatt genau für seine Bedürfnisse wählen soll, also kein zu starkes Gerät zu verwenden, denn drosseln lässt sich der Ofen nicht mehr so gut aufgrund des hohen Rauchgasanschlusses mit 150 mm. Dadurch ist der Ofen aber von der Reinigung und in der Verbrennung viel sauberer als stromlose Öfen mit kleinerem Rauchgasanschluss. Start erfolgt manuell, das heißt, man gibt Pellet in den Tank und legt den Schalter auf Go und zündet den Ofen händisch mit einer Zündhilfe. Am besten mit einem guten Zündwürfel. Das macht den Unterschied, wie schnell der Ofen dann im Endeffekt auf die richtige Verbrennung gehen kann. Alle 2 bis 3 Tage sollte man den Ofen bzw. den Brennraum schon reinigen. Hier kommt es allerdings, wie gesagt, auf die Pelletqualität und auf den Kaminzug an. Das merkt man hier einfach mehr wie bei einem Ofen mit Strom. Hier haben wir wirklich diese 2 Faktoren, die wichtig sind. Der Ofen hat Kunststofffüße, diese sind auch in der Höhe verstellbar, wenn man einen nicht ganz geraden Fußboden hat. Hauptgrund, warum solche Öfen gekauft werden, ist einfach, er ist lautlos. Das ist das Besondere, man hört vielleicht das Flackern wie bei einem Holzofen, aber keinerlei sonstige störende Geräusche. Und zudem hat man ein etwas ruhigeres Feuer, wobei Pellet immer noch nervöser verbrennen als Holz.
Um das Gerät abzuschalten, reicht es, die Zufuhr zu unterbrechen, den Ofen also von Go auf Stopp zu stellen. Dann bekommt der Pelletofen keine Pellets mehr und brennt ab. Das dauert, je nachdem, welche Lufteinstellung Sie gewählt haben, etwas länger. Es kann auch gut 20 Minuten, 30 Minuten noch dauern, da die Menge in der Brennschale der Pellets sehr hoch ist.